Eine warme Dusche ist schon etwas Schönes, kostet aber auch jede Menge Wasser, Energie und Geld. Aufgrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs und den gedrosselten Gaslieferungen aus Russland wird das Gas in Deutschland allerdings immer knapper und teurer. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ruft deshalb zum Energiesparen auf und gibt Tipps. Ein Vorschlag? Kürzer duschen und einen Energiesparkopf installieren. Bringt das wirklich etwas? Erstens, lieber duschen statt baden? Ja, das hilft. Laut Verbraucherzentrale NRW fasst eine übliche Badewanne etwa 150 Liter Wasser. Wer ungefähr 10 Minuten duscht, verbraucht ca. 100 Liter Wasser. Zweitens, kürzer und kälter duschen? Je kürzer man duscht, umso weniger Wasser und Energie wird verbraucht. Es kann auch helfen, die Wassertemperatur herunterzudrehen. So wird nämlich weniger Energie benötigt, um das Wasser aufzuheizen. Drittens, was bringt ein Sparduschkopf? Bei einem Sparduschkopf fließt weniger Wasser pro Minute durch den Duschkopf. Während ein normaler Duschkopf etwa 10 bis 12 Liter pro Minute verbraucht, sind es bei der Sparversion weniger als 9 Liter.